Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Internet Games. Heute spielen wir Running Free. Ich würde sagen, starten wir das Spiel. Ich spiele das Spiel blind. Mit Pfeiltasten springt man. Man kann auch sterben. Muss einfach nur weiterkommen, wie es aussieht. Okay, ich stelle mich gerade ein bisschen blöd an. Hat einen minimalen Schwierigkeitsgrad eigentlich. Wie gesagt, ich bin bloß zu dumm. Wow, das war schwierig. Ich muss sagen, machen wir jetzt mal Hardcore rein. Niemals anhalten. Running nonstop. Halftime oder so. Oder doch das nächste Level? Oder was einfach bloß ein Safe? Safe. Bin schon mal sehr top in dem Spiel. Hat auch. Also ist nicht ganz langweilig, macht auch Spaß. Und verdammt. Ich denke mal, das sind so Sachen, aber an der Decke, aber das ist einfach nur so ganz normal Stein. Die Musik ist auch eigentlich sehr gut. Der Hintergrund ist ein bisschen lame, aber was soll man für ein Strich mit den Spielen erwarten? Oh, schon wieder ein Safe. Todeswasser? Ich glaube schon. Ich glaube, das vergiftet das Wasser. Nein, wir wurden umgebracht. Ja, eindeutig. Es ist vergiftet, das Wasser ein bisschen umbringen. Also, immer probieren, oben zu bleiben. Wow, fuck. Yeah, safe. Verdammt. Aber bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Normalerweise bin ich in solchen Spielen schlechter, aber jetzt geht's eigentlich noch so. Für mich. Ihr könnt mir auch sagen, was ihr von dem Spiel haltet. Schreibt einfach in die Kommentare. Und verdammt. Okay, ab hier merkt man schon den Schwierigkeitsgrad. Ich drücke einfach gerade immer nur wieder Fall hoch und Fall nach links zum Rennen. Oh mein Gott. Okay, jetzt machen wir mal so richtig pussyhaft. Und sterben trotzdem. Dieses Mal spielen wir das Spiel nicht auf Spieleabwehr. Ja, genau, ihr habt richtig gehört. Wir spielen nicht auf Spieler, sondern einfach in Google. Ich habe einfach nur Google Games eingegeben. Da habe ich jetzt auch schon da habe ich auch Bowman gespielt, mein erstes Internet Game. Ja. Oh ja, und mein letzter Part, Angry Birds Space, habe ich auch da gespielt. Das war's dann aber auch wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.